Packe ich mich nochmal an so eine heilende Quelle. Okay, es gibt einfach mal giftige Plörre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war vielleicht scheiße. Alle Daten klingt allerdings nicht so schlecht. Hallo. Mist, ich wollte dich jetzt eigentlich endlich bekämpfen. Wie sieht das Vieh mich überhaupt? Voll die Adleraugen. Jetzt flieht das Ding schon von mir, das gibt's doch nicht. Schild ist gut, Heilung ist auch gut. Monarch ist ein echt heftiger Gegner und als Nicht-Fan von Souls-like-Games muss ich sagen, er war unglaublich ätzend, aber auch unglaublich toll, diesen Gegner endlich besiegt zu haben. Ja, ich werde es herausfinden. Die Mucke lohnt auf jeden Fall. So, ich bin hier runtergefallen, habe ich das Gefühl, ne? Ich bin irgendwie random dumm im Kreis gelaufen. Hier lang muss ich eher. Ja, hier komme ich vielleicht raus. Nee, eher nicht so. Tiefer hinein in den Abgrund soll es gehen. Werde ich hier noch mit Headbutt voll geschissen. Kümmert euch doch mal lieber um euren Kram. Dann liegt die Vermutung eigentlich nahe, dass jeder Headcrab irgendwann so ein Riesenvieh wird. Wenn es sich gut nährt. Kann die Erde mal bitte aufhören zu beben? Das ist ja... Ach, ich werde wirklich voll geschissen damit. Danke. Jetzt kämpfe doch endlich. Das war nicht gut. Musik kommt wieder, keine Sorge.
Ich habe nicht viel damit gewonnen, hier zu sein, oder? Nicht wirklich. Doch, hier kann ich weiter. Gut, ich muss da scheinbar runter, wa? Ich will das Ding wirklich einfach besiegt haben gerade. Oh nee, hier ist doch schon wieder so ein Seekuh-Ding, oder? Nee. Ich habe einen Augenblick Ruhe. Ruhe und Unwissenheit. Weil ich nicht so... Moment. Dieses Zeug nach oben? Okay, wohin mit mir? Weiter vermutlich. Ja. Das Schild war das. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich noch lebe, weil ich dachte, mein Leben wäre auf Null. Aber das war nur, in Anführungszeichen, das Schild. So ein Schildkristall wäre allerdings auch nicht schlecht. Ja, lass mich doch durch, bitte. Oder muss ich mich hier... Ich muss mich unter Wasser wieder hinhocken. Habe ich denn dafür Munition gefunden? Kommt einfach ein Wasser raus? Geht das jetzt weiter so, dass ich hier den Pegel steigen lassen muss oder so? Also das war jetzt einfach schon wieder random Zufall, dass ich darauf geschossen habe. Ein random Zufall. So aus, oder? Wie ersauf ich ja. Und diese Drecks Inverted Barnacles kommen einfach mit. Ein bisschen anstrengend, dieser Typ. Dieses Ding hängt mir richtig im Nacken, obwohl es gar nicht da ist. Hey, Headcrabs. Wie sie ganz langsam bedrohlich auf mich zumarschieren. Von einem irren Doktor mit Brechstange erlegt werden. Da kommen unendlich viele raus. Ich muss die irgendwie ertränken. Warum? Ich hätte gedacht, das Wasser steigt jetzt weiter. Scheinbar nicht. Nee, ich muss schon nach oben. Hier war ich doch vorhin.
muss ich den ganzen Weg schwimmen oder was? Wieder hier. Oder bringt mich das jetzt schon wieder zu einem anderen Ort? Dass ich vorhin da rein bin. Und jetzt komme ich schon wieder woanders ran? Ja, vermutlich. Ja, okay. Hier darf ich gleich wieder den Rückwärtsgang einlegen. Wahrscheinlich, wenn hier alles brennt. Oder doch nicht. Warum kann ich hier jetzt nicht hoch? Das ist weird. Ah. Oh nee. Ist nach unten gefallen. Schön, wie das hier noch brennt. Es muss Öl sein. Oder so. Oh Gott, da bin ich ja schon fast dankbar, dass nicht so viele von diesen Seemonstern sind hier. Ich wüsste aber auch nicht, wo die herkommen sollen. Aber das könnte viel schlimmer sein. Wenn ich überlege, wie viele in diesem einen Tümpel vorhin drin waren, habe ich da echt Glück. Munition ist wieder äußerst bescheiden. Ja, gut, da wenigstens schon wieder ein bisschen was. Munition verbraucht. 22 Follower, es geht voran. Ja, die sind von dem Mood-Raid gestern. Oh nee. Oh nee. Das ist ein Bug, den ich annehme. Ich glaube, das macht nicht so viel Schaden. Ich bin übrigens mit Lorken, habe ich genau im Blick. Ja, bitte kill mich nicht. Ja, verdammte Scheiße. Ja, trotzdem schön, dass du da bist, Bea. Ich freue mich sehr. Ah, wo habe ich schon wieder Ja, okay, das geht klar. Das geht voll in Ordnung. Oh Gott, Schildkristall, ja bitte. Ah. Kann ich ja fast froh sein. Okay, diesmal stelle ich mich nicht so dämlich an, glaube ich. Und mach das gleich. Keine Abschaum. Moment, das Vieh hockt da ja noch. Oder ist das jetzt wegen der Feuerwand? Nee. Warum rennt denn hier jetzt? Nee. So mag ich das nicht. Feuerfolgen ist gut, Fragezeichen.
Mann, kann die Brücke nicht vorher einstürzen? Ich darf das Vieh auch einfach nicht killen, oder? Meine Fresse, es ist tot. Es ist... Verdammt nochmal tot. Oh, ich spitze richtig. Himmel. GG, ja, danke schön, Odin. Ich speichere gleich dreimal. Boah, jetzt... wäre jetzt mega Scam, wenn jetzt einfach noch einer käme. Ah, ich habe sogar Munition für die MP wieder. Danke. Hat er mich wirklich quasi in sein Nest gelockt? Sah zumindest so aus. Daten. Bin ich schon wieder in der scheiß Anlage, nur jetzt woanders? Diese Dinge haben sich auch weiterentwickelt. Boah, ich gehe einfach wieder zurück. Geh nach Hause. Nee, also wir sind jetzt auch schon wieder... Oh Gott, wie lange? Schon wieder 6 Stunden unterwegs. Ich denke, es wird den... Zeit, den Streamer wieder zu beenden. Ich frage mich allerdings, ob ich schon so nah am Ende des Games bin, wie ich glaube. Genau, aber anscheinend passt sich hier dieses Bild im Hauptmenü immer dem Kapitel an, in dem wir sind. Was mich fasziniert, würde ich mal sagen. Was ich auch sagen würde, ist, dass wir einfach mal rübergehen. Ich muss hier nochmal meinen Laptop beiseite schieben. Der rendert noch die ersten Prison-Folgen für YouTube durch. Da bin ich mittlerweile auch angekommen. Arcania ist durchgelaufen. Von daher setzen wir einmal fort und schaue ich mal, ob ich aus dieser Dimension oder wo auch immer wir gerade sind, wieder rauskomme. So genau, wir haben diesen Gornarch oder Gronarchen besiegt, diese Riesen-Headcrab. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt
den richtigen Weg gerade einschlage. Ich weiß nämlich... Ja, ja, doch. Genau, ich hatte mich gewundert, ob das hier die ganz normale Anlage ist. Das ist dieser... Der Alien Octopus. War? Haben wir den wirklich hierher? Nee, das wäre doch Quatsch. Das wird eine neue... Also ein Artgenosse sein. Ich fände es weird, wenn wir den mit der Rakete zufälligerweise hier hingeschossen hätten. Dann müssten ja theoretisch auch immer hier irgendwelche Menschen aufloppen. Weirderweise. So, theoretisch müsste es ja reichen, wenn ich dem einfach eine Granate hier hinjage und dann sind die kurz ruhig gestellt, ja. So, hier war F6 speichern, genau. Und jetzt so wären das hier ein paar schöne Sprünge. Ich bin immer wieder fasziniert, wie knapp die eingestellt sind. So, das schaffe ich auch so. Ja, irgendwie... da hat der Motor ein bisschen gestottert. Da war auch gerade irgendwie so ein merkwürdiger Doppelsprung drin. Ich glaube, dass da diese zwei Octopus-Arme waren, das ist... Soll uns, glaube ich, nur auf das Schlimmste vorbereiten. Das kann es ja noch nicht gewesen sein jetzt. Sonst wäre da jetzt wahrscheinlich keine Munitionskiste. Der Wasserfall ist ein bisschen laut, wa? Was ist denn jetzt los? So viel zu diesem Sozialverhalten, was ich letztes Mal angefragt habe, wa? Ich weiß nicht, was das hier ist. Irgendwie Gemeinschaftssaal oder so. Das sind Gothic Sounds Files, also die haben sich im selben Soundpool bedient, auch schön. So, ich weiß nicht, ob das hier ein Gemeinschaftssaal oder warum immer die sich hier versammelt haben. Stell dir vor, du bist in deiner Mensa auf Arbeit, kriegst einfach eine Granate in den Rücken. Und dein Gesicht ist auf der ganzen Wand verteilt. Aber was ist das da jetzt? Ist das, soll das ein Fahrstuhl darstellen oder so? Soll ich mich da aufstellen? Das sieht irgendwie... Das muss doch eine Funktion haben, oder? Und warum bleibt das jetzt... Nee, bleibt nicht oben. Versuch's gleich einfach nochmal. So richtig drauf konnte ich... Ich werde... Nee, komm, ich gehe weiter. Hier ist noch irgendwo einer hingerannt. Der war wehrlos und unbewaffnet. Das ist mir egal. Kein Mensch. Merkt schon, sollte ich hier jemals Detroit Become Human spielen oder so. Ich, werde alle Roboter vernichten. Androiden, oder ich weiß gar nicht, wie man die da genannt hat. Es scheint wirklich dafür da gewesen zu sein. Einmal Knopf drücken. War richtig, ja. Auch schön, dass mal schon alle Steckdosen richtig verbunden sind. Ist ja so auch nicht allzu häufig der Fall. Mir fällt jetzt das ein, dass ich einfach mich irgendwo habe einsperren lassen, freiwillig. Geh einfach hier in irgendwelche Zellen und drück da Knöpfe. Traue ich mich hier eine Granate durchzufeuern? Nee. Also ja, traue ich mich. War dämlich. Die wissen gar nicht, wo ich bin, deswegen reagiert die KI gar nicht, oder was? Der Alien-Hausmeister habe ich offensichtlich nicht so viel übrig.
Für männliche Hausmeister schon. Huch, ach ja, ich habe ganz vergessen, dass ich hier so umfassend Dinge aufheben kann. Soll das eine Treppe gewesen sein? Das werden doch wohl keine normalen Schritte von den Viechern sein. Dass ich hier auch so einfach reinkomme, ich... Das ist doch eine Falle oder so. Guten Abend und erneut ein frohes Neues wünsche ich dir auch, Oldcoin. Schön, dass du wieder da bist. So, anscheinend, ja, hier geht's nicht weiter, aber irgendeinen Knopf werde ich doch hier wohl noch drücken können. Oder soll ich hier schon zurück? Das sieht doch nach Steckdose aus. Ich habe aber kein passendes Kabel. Geht's hier gleich wieder los mit Fragen über Fragen. Man muss halt mit allem rechnen bei dem Game. Eigentlich musste man ja nicht so oft an Orte zurück. Aber es wäre nicht überraschend, wenn das plötzlich in diesem Game jetzt zum ersten Mal passieren würde. Von hier bin ich gekommen, genau da gucke ich nämlich rein. Ich darf ich hier nicht. Ist auch kein Gang dahinter. Ich höre hier noch so einen Alien-Hausmeister. In seiner Sprache sabbeln. Die Betten sind erstaunlich primitiv bei der Resttechnik. Das sieht ja schon fast nach, weiß ich nicht, Mittelalter aus oder so. Und dann dahinter aber die fette Technik. Und ich wundere mich immer noch über den Komplex. Eigentlich will ich jetzt schnellstmöglich aufgeklärt werden, warum das hier so alles nach so erdähnlich aussieht. Ist das keine Tür? Ich stelle mich wahrscheinlich richtig dämlich gerade an, also durch darf ich nicht. Offensichtlich. Granate habe ich nicht mehr. Fenster gehen auch nicht kaputt. Hier ist auch nichts zum Drücken. Also irgendwie feiere ich das gerade mega, dass ich hier jetzt irgendwie nicht weiterkomme, aber auf der anderen Seite will ich natürlich weiterkommen. Sieht das relevant aus? Ja, nicht so aus, als ob ich da rauf soll, oder? Nee. Aber die Idee war gut. Die Idee war gut. Dieser Schacht führt auch nirgendwo hin. Ich habe auch das Gefühl, irgendwas ist mit dem Feuer. Warum sollte das hier sonst rumliegen? Kann ich nochmal zurückfahren? Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dann weiß ich, dass ich hier richtig bin. Diese Geschichte hier wird doch auch nicht nur dafür sein, dass ich hier die Typen erschießen könnte, oder? Irgendwas muss ich hier machen.
Kann ich hier irgendwas anzünden und dann durchwerfen?